Sexbombe. Sexbombe, das ist einer der Spitznamen dieser beiden Uromas aus Amsterdam. Louise und Martin Fockens sind die berühmtesten Prostituierten hier im Rotlichtviertel. Zusammen haben sie ein Jahrhundert Erfahrung im ältesten Gewerbe der Welt. Ich bin der Erste in Grot, wir sind alle zwei hingekommen. Ich habe als Erste mit der Prostitution angefangen. Meine Schwester hat sich dann angeschlossen. Damals hatten wir nicht viel Geld und mein Mann kannte Leute, die sagten, mit dem Beruf könnte man was verdienen. Er hat gesagt, ich sollte das machen, nur für 2 Jahre. Und dann hofft man, könnte man 2 Jahre zu tun. Das ist mehr als 50 Jahre her. Inzwischen sind die Fockens-Zwillinge 70. Sie haben zusammen 7 Kinder, 12 Enkel und 5 Urenkel. Und sie haben mehr Männer gehabt, als man zählen kann, sagen sie. Martin Fockens arbeitet immer noch in Teilzeit, um ihre Rente aufzubessern. Ihre Schwester musste aus Gesundheitsgründen aufhören. In den Niederlanden ist Prostitution seit dem Jahr 2000 legal. Allein in Amsterdam arbeiten bis zu 8000 Frauen als Prostituierte. Landesweit sind es 25.000. Die zahlen Steuern und sind sozialversichert. Trotzdem waren die Arbeitsbedingungen früher besser, sagen die Routiniers. Du musst dir selbst treu bleiben, du musst dein eigener Chef bleiben und du darfst nie mit einem Zuhälter arbeiten. Heute sieht man das viel zu oft, das finde ich traurig. Die Einstellung ist nicht mehr so gut und die Lage wird immer schlechter. Die beiden Schwestern haben ein Buch geschrieben. Es hat sich mehr als 70.000 Mal verkauft. Eine deutsche Fassung erscheint nächstes Jahr. Und Louise und Martin Fockens haben die erste Sexarbeitergewerkschaft gegründet. Das Rotlichtviertel von Amsterdam wollen sie nicht verlassen. Vielleicht, so sagt Martin Fockens, hält sie sich ja noch immer für 18. Ja, ganz genau.